So. Und hier sind wir wieder und weiter geht's auf unserer Hof Bergmann. Schön hier mit dem Wohnhaus. Na, so, wir haben ja in der letzten Folge, sind wir ja hier schon so ein bisschen durchgegangen. Ne, haben das ein bisschen eingeteilt alles, wie wir das jetzt hier machen und so. So, und hier oben könnt ihr sehen, da tun wir das nämlich nochmal ändern. Ne, da nehmen wir die Würbretter, ne, und nicht die Fichte. Ne, wir nehmen hier die Würbretter für hier oben. Ne, jetzt so schon mal zum Anfang. Ja, weil heute gucken wir, dass wir das jetzt so weit komplett zukriegen, dass wir das nur noch einrichten brauchen. Ne? So, die Küche habe ich schon, aber das machen wir dann. Ne, wir gucken jetzt, wie gesagt, erstmal, dass wir das alles zukriegen, dass das alles gut aussieht hier. Ne? So, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar fangen wir ganz entspannt an. Nehmen wir uns die Fichtenbretter. Na, und dann haben wir ja hier, na, haben wir das ja so angezeichnet, ne, dass das hier über dem Flur frei ist. So, das verbinden wir jetzt miteinander. So. Und zack. Genau. Ne, und dann machen wir, pass auf, machen wir hier einen drauf. So, ich habe gerade was vergessen nachzugucken, aber nee, das machen wir, das doch. Nee, das machen wir gleich, pass auf. Ne, dann gehen wir hin, dann machen wir hier, ne, also wenn wir jetzt hier reingekommen sind. Ne? Also wir gehen jetzt so rein, ne? Hier in den zweiten Flur, gehen wir so rein und gehen dann nach da. Ne? Also hier auf die längere Seite, ne? Wo wir hier zum Hof gucken können. Ne? Vielleicht so. Ne? Und dann machen wir hier. Nein, Moment. Völlig falsch. Hier oben. Mit den Würbrettern. So, damit müssen wir das machen. So, die ziehen wir jetzt nochmal hier lang. Und dann machen wir genau, wie gesagt, jetzt hier auf der Seite, wo wir zum Hof gucken können. Ne, machen wir hier jetzt 1, 2, 3, 4 Stück. Ne? Dann sieht das so aus. Ne? Pass auf, wir machen das jetzt. So, dann nehmen wir uns Birkentreppe, ne, und machen hier 1, 2, 3 Stück hin. Ne, dann haben wir hier jetzt 4 Stück. Ne, und dann kommt die Treppe. Ne? Und so ziehen wir die Treppe jetzt nach unten. Ne, auch ganz entspannt. So, ne, pass auf, so. Ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal jetzt hier die Treppe. Die müssen wir jetzt zusammen machen. Und den Rest, den zeige ich euch einfach dann. Der wird dann zugeklatscht. Und dann ist gut. Na, so, pass auf. So, zack. Zack, zack, zack. So. Na, und dann nehmen wir uns die Treppe, machen das hier von der anderen Seite. Machen wir das jetzt noch so zu. So. Und so und so und so. Ne, so lassen wir das. So, dann gehen wir. Wartet. Ah, genau. Dann machen wir hier eine Reihe noch hin. Ne? So, seht ihr? Eine Reihe neben der Treppe. Ne? Dann gehen wir hin. Ne, Moment. Genau. Dann nehmen wir uns jetzt wieder die Birkentreppe und machen die hier hin. 1, 2, 3. Ne? Und dann ziehen wir die nach oben. Von hier aus. Ne, so, pass auf, das mache ich jetzt erstmal nur so provisorisch hier, so, ne, zack. So, dann ziehen wir hier die Treppe jetzt so weit nach oben, ne, bis wir dann genau auf der Höhe von unserem Dachboden sind. Eine Treppe können wir noch. So, ne, und dann haben wir hier oben, haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5. Ne, die haben wir dann hier oben. So, ne, dann ziehen wir so jetzt die Treppe. So. Zack. Ja. So, mal gucken hier. Also zum Glück hört das auf. Ne? Ich habe mir nämlich vorhin einen Monitor geholt. Den habe ich da unten schon stehen. Den schließe ich nachher noch an. Dann habe ich das hier und muss nicht ständig auf Krampf darüber luschern. Ne, genau. Und so haben wir dann jetzt hier die Treppe. Ne, so, und hier machen wir das dann genauso. Ne, von unten. Ne, so. Und so. Na, gut. So.
Ne, dann haben wir jetzt hier die Treppe schon drin. Ne, das lassen wir jetzt auch erstmal so komplett offen. Ne, weil das machen wir später noch schön. So, wir machen da jetzt folgendermaßen. Wir fangen einfach oben jetzt an. Ja, also hier können wir ruhig zumachen. Ne, pass auf, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das an der Treppe, wie gesagt, das lassen wir offen. An den Rest quasi, also alles andere jetzt. Ne? Also ja, wir haben ja jetzt hier die Treppe, ne? Die haben wir ja jetzt so gebaut. Ne? Und so bleibt das auch. Das heißt, bis zu dieser Linie, die wir hier gezogen haben, ne, die ist ja hier an unserer Mauer, ne, bis zu dieser Linie können wir jetzt alles zukloppen. Ne, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier die Fichtenbretter, ne, kloppen die hier jetzt einmal komplett so, auch hier auf dem Flur, dann ist das jetzt hier auf dem Flur halt doppelt. Ob er das jetzt doppelt macht oder nicht, ist es eigentlich egal. Ja, so, dann machen wir das hier, ne? Machen wir das zu. So, ne? Und hier mit den Würbrettern machen wir das dann zu. Ne? Hier den Boden wieder, ne? Den machen wir jetzt zu. Ne? So. Zack. Ne? So. Und hier oben, da müssen wir uns jetzt nochmal die Linie jetzt schnappen. Die haben wir hier. Dann ziehen wir das hoch bis hier. Ja, genau, so. Ja, machen wir das bis hier. So. Zack. Und gut, das können wir jetzt meinetwegen noch machen. So. Ja, und dann kloppen wir hier den kompletten Dachboden auch noch mit zu. So. Ne. Und hier, genau, die Decke. Ne, die Decke. Dann nehmen wir uns auch die Linie. Zack. Ne, und machen hier die Decke auch, ne, nach hier hin komplett zu. Und hier, das lassen wir erstmal, wie gesagt, so offen. Das machen wir gleich noch. Aber alles andere, jetzt ab dieser hier, ab dieser Linie hier, alles, was hier jetzt ist, machen wir jetzt komplett zu. Ja, so, und dann, ja, kommen wir nochmal hier zu den drei Türen. Ganz simpel. Dann nehmen wir uns jetzt einfach die Glasscheibe, die hellblaue, die wir hier auch genommen haben, ne, für die Fenster. Und dann gehen wir einfach hin und machen das so. Ein dahin, ein dahin. Und dann machen wir da ein Eisengitter rein. Ne? So, das machen wir jetzt auch mit der Tür und mit der Tür. Ne? Die machen wir genauso zu, jetzt wie ich euch das gezeigt habe. Ne? Also hier. Sage ich euch jetzt nur mal so, hier werde ich das so machen, dass das nach so ist. Ne? Und unten ist, wie gesagt, dann jetzt euch überlassen. Aber so machen wir dann jetzt hier die Türen zu, die drei. Und wie gesagt, hier jetzt über der Küche hier komplett bis nach oben hin, wie ich euch das jetzt hier gezeigt habe, machen wir jetzt alles zu. Ne? Und wenn wir das alles zu haben, dann sehen wir uns wieder. So. Na, so sieht das dann jetzt hier aus. Ne? Dann haben wir jetzt hier einmal alles zu. Ne? So. Ja, so sieht das dann hier einmal aus jetzt. Ne? Haben wir hier alles zugekloppt. Ja? So. Und dann gehen wir jetzt hin und machen jetzt hier in dem Treppenhaus quasi. Ne? Und dann machen wir jetzt auch dicht. Ne? Und zwar fangen wir hier unten an. So, da nehmen wir uns jetzt die Fichtentreppe. Und machen hier den Block, den wir hier gemacht haben, ne, den machen wir weg. Ja, und ersetzen den durch die Treppe. Ne, hier machen wir auch einen dran. So. Na, so, hier gehen wir hier einmal rum. Na, so, zack, zack, zack. Ne, hier gehen wir auch einmal rum. Na, so. Ne, setzen das hier einmal so jetzt lang. Ne, so, zack, auch hier schön an der Treppe. Ah, ne, oh. Nein, so natürlich nicht, sondern so. Ne? So, bam. Ja, dann sieht das jetzt hier schon mal so aus. So, dann schnappen wir uns den Block und machen das jetzt hier einfach zu. Ne, über der Treppe, die wir jetzt gemacht haben. Ne, machen wir das jetzt hier einfach so. Da, 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 machen das einfach zu. Ne, hier auch. So. Ja, dann seht ihr schon, können wir hier eine weiter ruhig machen. Siehst du, habe ich hier. Zack. Ja, so. So.
Na, machen wir das jetzt hier zu. So. So. Zack, 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 zack. Hier auch. Da. So. Ne? Und dann sieht das so aus hier. Ne? So. Na, hier verteilen wir gleich noch ein bisschen Licht, ein paar Blümchen in den Teppich machen wir hier noch hin. Ne? Ganz entspannt. Machen wir noch. So, pass auf. Dann nehmen wir uns jetzt hier oben den Boden. Ne? Und dann zählen wir von hier vorne. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und beim sechsten machen wir hin. Ne? Dass wir hier jetzt mit dem da eine 5 haben. Ne? Hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne? So, und so machen wir das jetzt hier zu. So und so. Ne? Und ziehen das auch komplett hier jetzt lang. So. Na, dann sieht das jetzt hier, dann schließt sich das jetzt langsam. Ne? So sieht das dann aus. Ne? Zack. So, das war die erste Treppe. So, dann schnappen wir uns noch, nein, hier Eichenzaun und kloppen den hier komplett einmal rum. Ne? Gut, ja. Mal gucken, was. Na gut. Gut, ich habe es jetzt bei meinem Vorbau, habe ich es jetzt so einfach gemacht. Ja, da haben wir das hier so als Geländer halt hier, ne? Hier komplett. So. Ne? So. Ne? Und hier oben, hier die Decke, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber hier oben machen wir das genauso. Ne? Da gehen wir hier ein hin und dann zählen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Und der sechste dann so. Ne? Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ne? So, hier oben machen wir das genauso auf dem Dachboden. Ne? So. Zack. Zack und zack. So. Ne? Und dann machen wir auch hier mit Eichenzaun hier kompletten Geländer so drum. Zack. Und dann sieht das so aus. Ne? So, dann haben wir das. Ne? Und den Rest, das muss ich jetzt ehrlich gesagt mal nachgucken, wie ich das gemacht habe. Und wir brauchen auch neue Blöcke. Ach so, ihr könnt jetzt in der Zeit, wo ich das mache, könnt ihr euch jetzt hier die Eichenfalltür schnappen. Ich hoffe, man sieht das nicht, ne? Warte mal. Ich mach mal eben ein bisschen Licht hier. So, ich hoffe, jetzt haben wir hier ein bisschen Licht, dass ich euch das mal zeigen kann. Ja, so. So, pass auf. Da nehmen wir uns jetzt, wie gesagt, die Eichenfalltür. Ja, und machen die hier so komplett. Einmal so lang, ne? So zack, 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 ne? Bis oben hin. Ne? Das machen wir hier auf der Seite auch. Ne? Hier wird es natürlich ein bisschen interessanter. Ne? Ach, da genau, da passt das ja nicht mehr. Ne? Dann machen wir das so. So, und dann gehen wir hier von der Seite, ziehen das jetzt hier so. Ne? Das soll jetzt so ein bisschen das Geländer sein. So, und ziehen das bis da. Ne, so, auf der anderen Seite machen wir das auch so. Ne? Zack, zack, zack. Schön, wer jetzt Lust hat, das Muster so weiterführen. Und dann sieht das so aus. Ne, genau dasselbe machen wir hier jetzt bei der Treppe auch. Aber obwohl, ja, doch, ich glaube, ne? Nee, hier lassen wir das erstmal weg. Aber so, ne? So, und ich hole jetzt erstmal neue Sachen, gucke das da oben nochmal nach und dann geht's sofort weiter. So. Ich habe das jetzt mal nachgeguckt und zwar machen wir das hier oben genauso, wie wir das hier unten gemacht haben. Ne? So, das heißt, wir schnappen uns eine Treppe. Jetzt bin ich. Jetzt habe ich das vergessen. Moment. Komm, vergiss es. Pass auf, ich zeige euch jetzt erstmal was anderes. Und zwar machen wir noch einen Teppich. Ne, brauchen wir hellgrauen und grauen Teppich. Dann fangen wir hier an der Tür einfach an. Ne, machen wir hier so zweimal. Ne, also wir machen hier quasi jetzt so ein Muster hin. So. Ne, mit dem hell. So, und dann gehen wir einfach hin und machen mit dem Grau so. Zack. Ja? So, und das machen wir hier hinten auch nochmal. Ja, ein bisschen kleiner, ja, aber auch. Ja. Hier.
So, dann haben wir hier von der Wand haben wir drei, ne, und hier diesen einen, den lassen wir. Und dann ziehen wir hier einfach noch mal so einen kürzeren lang. Ne, so. Bam. Ne, so. So sieht das dann aus hier, ne? Zack. So, und dann nehmen wir uns hier einmal den Eichenzaun und die Seelenlaterne. Und dann machen wir da und da noch Licht hin, weil der ist ja gar nicht da. Ne? Den können wir jetzt hier abreißen. Ne? Zack, 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 zack und zack. Und dann ist das ja sehr dunkel. Aber dann schnappen wir uns jetzt die Seelenlaterne und machen eine hier. Pitch. Eine da, eine da, eine da und eine da. Ne, so und so machen wir das hier oben dann jetzt auch. Ne, hier an der Wand so und da und da und da ein bisschen verteilen. Ich muss hier kurz nochmal was nachgucken, weil ich da nämlich was vergessen habe. Und dann machen wir sofort weiter. So, da bin ich wieder. So, und jetzt machen wir erstmal, bevor wir jetzt hier den Rest hier unten und so hier von der Einrichtung machen, machen wir jetzt hier oben erstmal noch zu. So, und zwar, wir schnappen uns jetzt den weißen Beton. Ja, dann gehen wir genau hier, haben wir ja unsere Tür und hier ist das Fenster. Das heißt, wir gehen genau hier, haben wir ja schön Dreier. Ja, das heißt, wir gehen hier genau in die Mitte und ziehen das jetzt komplett hier rüber. Ja, und hier neben der Tür, ne, da haben wir ja hier diesen Knick. Und den führen wir einfach weiter. So, bam. Ne, so sieht das aus. Ne, und so ziehen wir das jetzt nach oben. So, ne, zack. Und, nach Quatsch. So, zack. Ja, und hier auch. So. Zack. So, bevor wir das jetzt zumachen, gehen wir jetzt hin. Ne? Wir kommen ja von hier. Ne? So, dann gehen wir hier und dann machen wir ungefähr hier. Drei Stück raus. So, da ziehen wir hier von dem Fenster. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, machen wir sieben. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann schlagen wir drei Stück raus. Der anderen Seite machen wir das genauso. Ne, und dann kloppen wir einfach so jetzt die Wand hier rein. Ne, so. Das machen wir jetzt einfach mal eben alles, weil. Ja, dann haben wir es durch. Ja, so, ne, und so lassen wir das. Ne, das ist dann so ein etwas größere. So, jetzt nicht unbedingt so eine Tür, sondern eher so eine Art Durchgang, dachte ich mir. So, ne. Hat doch was. Na, so. Na, dann hat man hier nochmal so einen kleinen abgetrennten Bereich, wo man dann hier drauf kommt. Ne? Hier ist dann das Schlafzimmer. Sehr groß, sehr großzügig. So, und jetzt machen wir erstmal hier bei den Treppen weiter. So, Moment mal, der weiße Beton kann jetzt weg. So. So, jetzt schnappen wir uns die Fichtentreppe und wir haben hier zu viel. Wir gehen bis an die Wand. Ne, warte mal, die zwei Reihen hier, die müssen wieder weg. So. Und so. Ja, und so. Ja, und wie gesagt, dann machen wir hier das jetzt auch weg, weil wir das hier genauso machen wie unten. Ach, toll, so viel zum Thema, der kann weg. Ja. Na, machen wir das hier genauso wie unten. Upsa! Ja, nee, ist klar, Alter. Egal, repariere ich gleich. Ich hab nicht an die Treppe gedacht. So, schlagen wir das jetzt hier einmal weg. So. Und, so, ne? Und dann gehen wir hier, zack, mit der Treppe lang. Und hier auch. Und hier. Ne? So. Bam. Ne? So. Dann kann die Treppe weg, die brauchen wir nicht mehr. So, ich muss jetzt hier oben erstmal flicken, was mir da kaputt gegangen ist. So, zack. So, dann schnappen wir uns die Fichtenbretter, kloppen die, wie gesagt, genauso wie unten. Nur unten hatten wir ja halt zwei und hier oben ist es halt eine Reihe. Ne? So, kloppen wir das hier so zu. Hier machen wir das dann jetzt auch. So, dann haben wir das nämlich hier wieder so. Zack. So sieht das dann aus. Gut, der passt jetzt hier natürlich gar nicht. Den müssen wir jetzt hier mal eben passend zur Decke machen. So, gucken, aber das Problem auf der anderen Seite haben wir auch. Ne? So, müssen wir das einmal passend hier zur Decke machen. So, ne? So, dann kann die jetzt alle weg, 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 weg. So, ne? Das heißt, wir können ja jetzt hier mit unserer Falltür
Wir das jetzt schön machen, bis oben hin. So. Ne, hier auch, schön bis oben hin. So. Ne, hier dann auch. Zack, 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 zack. So lassen. Ne, hier von der anderen Seite auch. Einmal hier lang. So. Na, so, dann kann die auch weg. So, dann nehmen wir uns nochmal hier den Eichenzaun und machen da, 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 da und da und vielleicht da. Ne, seht ihr immer von der einen, ne? Haben wir da unten auch so, ne? Genau. Ne, und dann nehmen wir uns die Seelenlaterne und machen hier über einmal ein Lämpchen hin. So und so. Ne, so, dann kann das nämlich auch schon weg. Und ihr seht, ich habe nämlich schon neue Sachen dabei. So, wir brauchen Sand, Fichtennadeln und Bambus und ich habe es gerade weggeschmissen, hier die Eichenfalltür. So, dann gehen wir nämlich hin. Das machen wir nämlich jetzt hier unten. In dem, wo wir hier die Teppiche gemacht haben. Hier oben habe ich mir noch nichts überlegt. Ich habe nur hier und die Küche, aber die Küche, die machen wir das nächste Mal, weil die gefällt mir nämlich so noch nicht ganz. Da bin ich noch ein bisschen am Fummeln. Aua. Ja, aber dann nehmen wir uns jetzt hier den Sand, machen da einen in die Ecke, da einen in die Ecke und da einen in die Ecke, da einen in die Ecke und da. Wir gehen hier von dem Teppich 1, 2, 3. Machen wir ruhig einen vierten und setzen da auch nochmal einen Sand hin. So, dann nehmen wir uns jetzt die Eichentür, gehen hier so rum. Ne, hier gehen wir natürlich einmal komplett rum. So, hier gehen wir auch so rum. Zack, zack, zack. Dann überall einen Bambus drauf. Gucken eigentlich, dass das recht gerade hier vonstatten geht. Das sieht heute mal nicht so aus. Schon. Warum geht er denn automatisch in die Ecke? Ist er behindert? Okay, gut, dann lassen wir das so. Und dann machen wir da die Fichtennadeln dreimal drauf. Dann haben wir hier so ein Blümchen. Ne? So, hier machen wir das auch. Eins, zwei, dann machen wir hier weg. Drei. Genau. So. Und so sieht das dann hier unten aus. So habe ich mir überlegt. Ne? So, bei dem Rest bin ich noch gar nicht so weit. Die Küche, da bin ich noch dran. Das machen wir auf jeden Fall dann jetzt mit der Einrichtung. Ja, die Küche, die wird fresh. Ah, hier in der. Nee, das machen wir dann. So, ne, so. Und dann halt der obere Bereich, der fehlt halt auch noch. Da müssen wir halt gucken, ne, ob wir hier auch irgendwie so ein Teppich hinlegen und ein paar Blümchen verteilen. Ist eigentlich eine Idee, oder? Wartet mal, wir holen uns nochmal die Sachen. Wir machen das jetzt hier mit einem random Geistesblitz. Pass auf. Papa hat da eine Idee. Wir fangen an mit dem Hellen. Ja, dann machen wir so. So gehen wir hier. Einmal schön so an den Treppen lang hier. Ne, so. Zack. Ja, und dann gehen wir hin. Lassen ein bisschen frei. Ne, gehen wir hier an die Tür. So. Ne, pass auf, ich zeige euch das. Wir ziehen dann hier einfach so einen langen noch lang. So. Hier auch. So. Und ziehen hier einfach einen langen Teppich lang. So. Einfach hier so an der Tür. Einfach so lang hier. Zack. Aha, so. Ja, hat doch was. So, und dann gehen wir hier in die Ecke. Und hier in die Ecke setzen wir dann ein Blümchen. So, aber jetzt haben wir es gleich, wirklich. Erstmal. Ne, so, und dann gehen wir hin. Dann können wir ruhig hier in die Ecke noch ein Blümchen setzen. So. Und meine. Wir können hier unter der Treppe, wir gucken mal, weiß ich nicht, 1, 2, 3, das passt. Dann darunter den Sand, den
Bambus. So, und dann müssen wir ja noch hier mit der Falltür den Sand verstecken, dass das so ein schöner Topf dann ist. So, müssen wir hier auch noch. Ah gut, hier ist das natürlich jetzt doof wegen dem Teppich. Das heißt, wir säbeln den jetzt einfach ab und lassen den hier frei, dass das wirklich nur hier an der Treppe ist. Ne, und dann, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja. Dann können wir ruhig hier nochmal so einen kleinen hinmachen. Ja, und so würde ich sagen, haben wir dann jetzt hier die Einrichtung erstmal vom Treppenhaus. Wir nennen das jetzt einfach mal Treppenhaus. Ne? Wir haben hier unten schön, ne? Dann haben wir jetzt hier oben schön. Ne? Dann machen wir im nächsten Teil, machen wir dann auf jeden Fall die Küche. Und wenn ich dann bis dahin soweit bin, hier oben noch den Flur und das Schlafzimmer. Oben ist einfach eigene Kreativität, ne? Ob wir das jetzt so einfach freilassen oder keine Ahnung, vielleicht fällt mir da auch noch was ein, aber das machen wir dann halt alles noch, ne? So. Ne, nehmen wir so. Gehen wir so. Ne? Genau, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal so stehen für heute. Ich denke mal, wir haben ja jetzt, ja, ne, wir sind ja auch jetzt ein bisschen schon wieder dabei und wir haben ja jetzt auch einiges geschafft, ne? Jetzt haben wir nur noch ein bisschen rumgepümmelt jetzt mit dem Einrichten, aber das wird auch, das wird. Ne? So. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und Peace.